Wir beschäftigen uns nochmal ganz kurz mit dem Wort Impuls. Und zwar, wir machen da so, haben verschiedene Betrachtungen gemacht. Der Impuls. Wir hatten eben gerade ein Modell. Und zwar haben wir rausbekommen, dass wenn ich eine Kraft eine gewisse Zeit lang wirken lasse, dass dann wahrscheinlich jemand schnell oder noch schneller wird. Wenn er sich gar nicht bewegt hatte, wird er irgendwie schnell oder gar noch schneller. Und zwar, wenn die Kraft entweder groß ist und die Zeit klein, wird er irgendwie schnell sein. Wenn die Kraft groß ist und die Zeit, solange wie ich ihn schiebe, auch groß ist, wird er auf jeden Fall schneller sein. Schneller als hier oben. Wenn die Kraft klein ist und ich sehr lange, also sehr große Zeit, eine sehr lange Zeit einwirken lasse, wird er auch irgendwie schnell sein. Und das kann man berechnen. Und zu der Berechnung, da kommen wir jetzt mal gleich. Normalerweise, wenn ihr irgendwie im Tafelwerk oder in irgendwas nachschaut, da steht P ist M mal V. Das hat doch aber jetzt gar nichts mit der Kraft zu tun. Guckt euch das mal an. Hier hatten wir gesehen, dass eine Kraft, eine gewisse Zeit einwirkend, irgendwas bewirkt. Wie sieht denn das aus, wenn ich sage P ist M mal V, wenn ich hierfür mal Einheiten einsetze? Ich mache das mal in Einheiten. Dann sage ich P, weiß ich noch nicht, aber M in Kilogramm mal und jetzt Meter pro Sekunde. Kilogramm, nee, das wird dabei rauskommen. Wenn ich das aber andererseits sage, ich nehme einfach F mal T. F wird gemessen in Newton und T in Sekunden. Newtonsekunden. Oh. Und das soll auch irgendwas bewirken, das soll auch ein Impuls sein? Wie hängt das zusammen? Jetzt müssen wir wieder tricksen. Ich hatte doch vorhin getrickst und habe gesagt, Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde sind Newton. Aha, vielleicht kommen wir da weiter. Gut, schreiben wir das hier um. Es geht jetzt hier um das. Das schreiben wir mal um, hier diese Einheit. Die schreiben wir mal um. Wir schreiben nicht Newton, sondern wir schreiben Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Und mal Sekunde, müssen wir ja noch dazugeben. Ahnt ihr was? Das steht auf dem Bruchstrich hier. Ahnt ihr was? Was ist denn, wenn ich das kürze? Dann steht hier unten eine Sekunde, hier oben eine 1. Die 1 kann ich vernachlässigen. Und was ergibt sich? Es ergibt sich das Kilogramm und Meter pro Sekunde. Und das haben wir hier auch. Also habe ich doch zwei Varianten zu sagen. Der Impuls P besteht aus entweder Masse mal Geschwindigkeit oder Kraft mal Zeit. Mehr ist es nicht. Vielleicht kommen wir hier weiter. Vielleicht kommen wir weiter und sagen, hier kann doch was nicht stimmen. Inwiefern hat denn unser Versuch was mit Impuls zu tun? Ich mache mal Pause, das müssen wir durchdiskutieren. Wir haben eben einen typischen Kugelversuch gemacht, nebenbei gesagt. Also hier, was jeder kennt, Pendel, 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 Pendel. Und hatten hier eng aneinander liegend, so muss ich es da malen, lauter elastische Kugeln. Und das kennt jeder vom Physikunterricht oder aus Spielen oder so weiter. Und dann haben wir was anderes gemacht. Wir haben einmal unsere beschossene Knetekugel wieder zu einer Kugel geformt und haben die dagegen sausen lassen und haben gemerkt, die nimmt gleich alle Kugeln mit, die fahren alle in die Richtung weiter. Also wenn ich die hier ausgelenkt habe, habe sie sausen lassen, dann flog die ganze Bagage in die Richtung und zwar komplett, alle Mann. Ein sogenannter unelastischer Stoß. Und diesen unelastischen Stoß, der bedeutet letzten Endes nur, der Impuls dieser Kugel hier, der weichen Knetekugel, hat sich auf alle übertragen. Das heißt, wir müssen alle Massen zusammenzählen. Und auf unseren Schussversuch bedeutet das, wir müssen eigentlich die 0,2 Gramm zu den 70 Gramm dazu rechnen, wenn wir jetzt hier mit irgendwelchen Impulsen arbeiten wollen. Ich hoffe, das ist bis dahin klar geworden. Gehen wir nochmal. Impuls heißt entweder Kraft mal Zeit, je mehr Kraft oder je mehr Zeit, umso schnell oder noch schneller wird was. Impuls heißt aber auch, ich kann es auch sagen, indem ein
eine große Masse mit einer gewissen Geschwindigkeit angedonnert kommt, dann hat sie auch einen großen Impuls. Und ich kann es eben auch so auf diese Art und Weise berechnen. Nachgewiesen haben wir es, indem wir gesagt haben, wir ersetzen Newton mal durch Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Wenn wir nochmal mit Sekunde mal nehmen, kürzen sich die raus. Und dann haben wir die Einheit des Impulses als Kilogramm und Meter pro Sekunde. Wobei ich dafür plädiere, den grundsätzlich als Newton-Sekunde, und so sieht man es auch in den Tafelwerken überall, in Newton pro Sekunde anzugeben. Dafür plädiere ich.